Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt hier gerade unterwegs, ein bisschen die Stadt auskundschaften. Und ich bin jetzt hier ganz in der Nähe von Marius im Apartment. Und ich habe mir jetzt hier mal einen Orangensaft gegönnt. 20 Pesos kostet bei so einem kleinen Lädeli. Also das ist eigentlich vor seinem Haus, hat er einfach so einen Stand gehabt, wo er seine Früchte auspresst hat. Und das war ganz herzig. Ich habe ihn dann nachher gefragt, wie die eine Frucht, also Grapefruit, wie das heisst in Spanisch. Und danach hat er da ganz viel erzählt. Da sind wir dann richtig ins Gespräch gekommen. Also ins Gespräch gekommen. Er hat auch viel erzählt. Ich habe nicht alles verstanden, aber es war ganz herzig. Und jetzt gehe ich hier in so einen Park. Der ist gerade hier hin. Und dort hat es auch ein Schloss. Das gehe ich jetzt aber nicht heute anschauen. Das gehe ich vermutlich am Sonntag, weil dann ist es gratis. Viele so Touristenattraktionen sind am Samstag, am Sonntag sind die amigs gratis. Und ja, ich wohne so nah, kann ich am Sonntag nochmal gehen, da spielt das nicht so eine Rolle. Und dann ja, laufe ich mal all den Weg ins Zentrum und schaue mal, was dort so rum hat. Hier in diesem Park hat es wirklich mega viel Abfälle. Wenn ich das mal reinziehe, links und rechts, eigentlich immer auf jeder Seite, alle paar Meter, hat es Güsselkübel. Sehr, sehr gut. Trotzdem habe ich schon ein paar Abfälle da gesehen, aber ich muss sagen, das hält sich sehr in Grenzen. Top! Auf der Paseo de la Reforma. Das ist so die Hauptstrasse, die so zu den Touristenattraktionen aufführt. Und hier seht ihr, bin ich umzingelt von Wolkenkratzer. Es sieht nicht überall aus oder so aus wie hier. Das ist eher so der modernere Part da jetzt von Mexiko. Und Mexico City ist also aufgeteilt in verschiedene Districts. Und je nachdem, in welchem District das man ist, hat es so seinen ganz eigenen Charme. Und das kommt davon, weil Mexico City früher einfach ganz, also nicht so gross war und es hat überall ganz kleine Städte gehabt. Und irgendwann, wo die Spanier dann nachher das Ganze erobert haben, haben sie dann nachher eine grosse Stadt sozusagen daraus gemacht. Und die verschiedenen Ort haben jetzt immer noch so ein bisschen ihren eigenen Charme. Das würde ich heute oder in den nächsten Tagen sicher noch ein bisschen genauer auskundschaften, aber das haben wir meinen Host gestern schon mal erzählt. Ja, ich habe jetzt schnell die Stadt gewechselt. Ich bin jetzt in Berlin. Die Polizisten fahren hier immer mit so einem uralten Göppel rum. Sieht echt lustig aus. Der Kollege hat jetzt ein kleines Konzert hier in Mexico City. Soll ich gehen oder nicht? Da war jetzt so eine Art Camp gewesen, mit ganz vielen Zelten im Hintergrund, ganz viele Zelte überall und viele Leute, die da draussen hocken. Ich weiss nicht so genau, für was das ist. Ob das irgendwie für Obdachlose ist. Es sieht irgendwie nicht so danach aus. Es ist, glaube ich, irgendwie etwas anderes, aber ich keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall, die haben dort ihre Zelte aufgeschlagen, mitten auf der Straße, auf dem Velostreifen.
Und ja. Ja, in Mexiko wird hier der Abfall mit diesen Fähren dort, eingesammelt. Und die trennen das nachher von Hand trennen. Also die suchen da irgendwie so PET-Zeug raussuchen und alles. Also die wühlen da durch den ganzen Müll durch. Mit, ja, ohne Händchen oder so, einfach so mit den Händen. Wieso nicht auch einfach ins Einkaufszentrum reinfahren? Ja, da kommt man sich wirklich vor wie in Europa. Man merkt richtig den Einfluss von den Spaniern hier an den Gebäuden. Müsst ihr das mal anschauen. Schöne alte Gebäude. Man könnte wirklich meinen, man sei irgendwo in Europa und nicht in Mexiko. Aber ja, eben, das hat überall so ein bisschen die Stadtteile, die dann wieder so aussehen. Und andere Stadtteile, die sehen dann wieder komplett anders aus. Ist noch interessant, das so ein bisschen anzuschauen. Da bin ich jetzt gerade so im Hotspot, sage ich jetzt mal, so ein bisschen von den Touristenattraktionen. Davor ist da das grosse Artmuseum und der Palast. Und ja, da vorne sind nochmal so. Ja, ich weiß auch noch nicht so genau, was das ist, aber da gehen wir jetzt mal schnell schauen. Ja, da sehen wir jetzt, wie Mexico City früher ausgesehen hat. Und zwar war das eben alles da so ein See, wie wir hier sehen. Aber jetzt nicht mehr. Und da hat es noch ein paar Überbleibsel von den Ruinen. Jetzt in der Stadt drin, also da ist das City Center da, mit der Kathedrale da, mit dem Palast. Und da sind die Ruinen. Ja, ich bin jetzt in der Bibliothek Vasconcelos.
Jetzt müsst ihr euch mal das reinziehen. Sieht recht geil aus. Und ich glaube, es ist verboten, hier oben zu filmen. Aber ich probiere es jetzt einfach nochmal. Und von hier oben haben wir einen geileren Ausblick über das Ganze. So sieht das aus. Richtig nice. Ja, die Sicherheitsbeamte haben mich dann gleich noch ertappt. Und ich hätte da irgendeine Permission müssen holen bei einer, damit ich mit der Kamera ein Foto machen darf. Also mit dem Handy dürfen wir Foto machen, mit der Kamera nicht. Die Logik soll mir alleine erklären. Aber ja, ich habe die nicht gebraucht, ich habe ja meine Fotos schon gemacht. Und jetzt. Laufe ich vermutlich wieder alles zurück. Es ist zwar recht ein weiter Weg, bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich alles wird laufen oder nicht. Ich bin schon den ganzen Tag auf dabei, aber dann schauen wir mal, gell? Ja, das wäre es jetzt also vom ersten Teil von Mexico City. Ich bin heute relativ viel gelaufen, wenn wir schauen. Ich habe da etwa ein mehr als einen Halbmarathon hinten reingelegt heute. Und ich bin wirklich immer alles, also ich habe kein einziges Mal irgendwie die U-Bahn oder so genommen. Weil ich finde, man sieht halt einfach viel mehr, wenn man läuft. Und man bleibt dazu noch fit. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir sich morgen wieder. Morgen gehen wir die Ruinen anschauen, die Pyramide hier in Mexico City. Das wird sicherlich auch ganz spannend. Also nicht vergessen, wieder einzuschalten. Und dann bis gleich. Ciao, ciao.